Dachte ja, dass das ein Witz wäre, dass man an der Schauspielschule seinen Namen tanzt, schreibt Marie Nasemann gerade bei Instagram und schickt ihren Followern als Beweis dieses lustige Video. Sila Sahin hat für ihre 360.000 Fans heute ein modisches Highlight im Angebot. Dieses bunte Sommerkleid in Größe 34, das Sila auf der Berliner Fashion Week getragen hat, möchte sie an eine Userin verschenken. Der Andrang ist groß. Für wen Sila sich wohl entscheiden wird? Julia Siegel wurde gerade schon reich beschenkt, wie sie stolz mit diesem Facebook-Post zeigt. Eine riesige Tüte von Valentino. Geburtstagsgeschenk von Papi und Kriemhild, schreibt sie dazu. Was sie zum 39. wohl bekommen hat? Tada! Gerade hat sie es gepostet. Eine tolle Tasche und High Heels. Wer ist denn das? Hier muss man schon wirklich zweimal hingucken, um Nena unter dieser Wahnsinnsperücke zu erkennen. Einmal Haare wie Madonna, postet die Sängerin dazu. Sehr lustig. Auch diese Promi-Lady ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Wer versteckt sich unter dieser Gruselmaske? Es ist Janette Biedermann. Sie grüßt ihre 52.000 Facebook-Fans mit dieser verrückten Mütze vom Wiener Naschmarkt. Apropos Wien. Fernanda Brandau ist ebenfalls gerade dort. Sie stellt in Österreich ihren ersten eigenen Duft vor. Und da ein paar User wissen wollten, wo es den in Deutschland gibt, antwortet Fernanda prompt selbst. Unter www.perfumesfernandabrandau.de kann man ihn bestellen. Nach Drehschluss eine schöne Flasche Bier. Das dachte sich auch Colleen Ullmann-Fernandez, wie sie mit diesem Facebook-Post beweist. Na dann mal Prost. Und damit bis zum nächsten Update.